Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Satisfactory News. Wie immer präsentiert von der deutschen Satisfactory Community, dein Nummer 1 Anlaufort, wenn alles um für Satisfactory geht. Deine Nummer 1 Anlaufstelle für alles, was Satisfactory betrifft. In den letzten Wochen ist bei Satisfactory viel passiert. Die meisten von euch werden aber einen Großteil davon schon mitbekommen haben. Deswegen werden wir in diesem Video nicht jedes kleine Detail aufdröseln. Wie gewohnt möchte ich euch hiermit einen Überblick über die Neuerungen im Spiel und die von der Community an die Entwickler gestellten Fragen geben. Update 5 kam am 23.11. in die stabile Early Access Version, nachdem sie ungefähr einen Monat in der Experimental spielbar war. Zwar hat darauf auch jeder Spieler Zugriff, aber viele entscheiden sich aus Gründen dann doch, lieber erstmal bei der stabileren Version zu bleiben. Somit sind die glorreichen Neuerungen aus Update 5 nun für alle Spieler zugänglich. Im Laufe der experimentellen Phase und nach dem Übergang in die Early Access Version sind noch einige Patches erschienen, zum Teil mit Bugfixes, zum Teil aber auch mit größeren Neuerungen und Inhalten fürs Spiel. Alle Patch Notes findet ihr wie immer ins Deutsche übersetzt auf der Homepage der deutschen Satisfactory Community, den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Neben den Bugfixes und Optimierungen sind folgende Features mit dazugekommen. Ein globales Bauraster. Dabei handelt es sich um ein zusammenhängendes Raster, das über die gesamte Karte gespannt ist. Egal, wo ihr euch jetzt auf der Map befindet, wenn ihr dort etwas bauen möchtet, könnt ihr über Gedrückthalten der STRG-Taste jedes Fundament immer an dem gleichen Raster ausrichten. Praktisch, wenn man neu anfängt und sicherstellen möchte, dass jede Konstruktion, die man auf der Map verteilt, immer genau an das gleiche Raster ausgerichtet ist. In Update 5 wurden Lautstärke-Einstellungen für jede einzelne Soundquelle hinzugefügt. Es fehlte allerdings noch ein Regler für den Meißel, also für das manuelle Abbauen von Ressourcen. Den gibt es jetzt. Und apropos Soundeinstellungen, es wurde ein zusätzlicher Misophonie-Modus eingeführt. Dieser überblendet einige Sounds im Spiel, wie zum Beispiel beim Verzehr von Nahrung und anderen Soundquellen, die bei einigen Spielern unangenehme Reaktionen ausgelöst haben. Die Schildeinstellungen wurden noch ein bisschen erweitert. Wir können jetzt 4 verschiedene Helligkeitsgrade einstellen, quasi wie eine Hintergrundbeleuchtung bei einem Bildschirm. Das reicht von sehr dunkel, wenn man es ausschaltet, bis wirklich, wirklich sehr hell. Auch eine glänzende oder matte Oberfläche kann man noch einstellen und es wurden zusätzlich neue Icons hinzugefügt. Weil es immer ein wenig verwirrend war, wie sich Fahrzeuge verhalten, wenn man sie manuell steuert und unter einer Truckstation durchfährt, gibt es jetzt die Möglichkeit, Fahrzeuge manuell zu Ent- oder B-laden. Und noch eine ziemlich große Sache, beim Bau von Signalen werden jetzt die Schienen farbig markiert, die in die jeweiligen Blöcke unterteilt sind. Das soll das Verständnis beim Bau von Signalen und Einrichten von Schienensystemen erleichtern. Zusätzlich zu den Fundamentlöchern für Pipelines und Förderbänder gibt es die gleichen Konstruktionen jetzt auch für Hypertubes. Die dedizierten Server erhalten ebenfalls ständig Updates, darunter unter anderem einen Support für IPv6 und die Möglichkeit, jetzt mit dem In-Game Server Manager Speicherstände herunterzuladen oder auch hochzuladen, wenn man dies bei seinem eigenen Server machen möchte. Das funktioniert sowohl, wenn man selber bei sich auf einer Maschine zu Hause einen dedizierten Server aufgesetzt hat, als aber auch bei externen Anbietern wie Nitrado. Wichtig in Bezug auf die Server: Mit fortschreitenden Updates werden sich die Versionen Experimental und Early Access des Spiels immer weiter unterscheiden. Dazu wird es dann auch 2 unterschiedliche dedizierte Server-Software geben. Das heißt, wann immer du mit einer bestimmten Spielversion, also entweder Early Access oder Experimental, auf einem dedizierten Server spielen möchtest, musst du sicherstellen, dass dieser Server auch auf der entsprechenden Version läuft. Das heißt, jeweils entweder den experimentellen dedizierten Server oder den Early Access dedizierten Server installiert haben. Die Standard-Grafikschnittstelle wurde auf DirectX 12 geändert, sofern die entsprechende Hardware das unterstützt hat. Coffee Stain Studios haben nämlich anhand der Crash Reports festgestellt, dass DirectX 12 deutlich stabiler läuft als DirectX 11 oder Vulkan und haben deswegen standardmäßig diese Option geändert. Sollte es dennoch bei dir Probleme mit der Stabilität oder mit Grafikanzeigen im Spiel geben, gibt es immer noch die Möglichkeit, dies manuell wieder umzustellen. Wenn das Spiel dann aber aufgrund eines Crashes gar nicht mehr startet, gibt es immer noch die Möglichkeit, sowohl bei Epic als auch bei Steam eine bestimmte Startoption einzustellen, die das Spiel dazu zwingt, mit einer jeweiligen Grafikschnittstelle zu starten. Nähere Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung oder aber auch eine Google-Suche kann dir für das entsprechende Thema helfen. In der nächsten Zeit sind noch weitere Bugfixes und Patches geplant. Nur weil Update 5 jetzt aus der experimentellen Version auf die Early Access Version gestartet ist, heißt das noch lange nicht, dass Coffee Stain Studios mit diesem Update komplett durch sind. Das Spiel ist auch noch bei weitem nicht bugfrei und die Entwickler sind sich dessen definitiv bewusst. Der beste Weg, um dazu auf dem Laufenden zu bleiben, sind natürlich meine Videos und die deutsche Satisfactory Community, die ihr sowohl auf einem Discord-Channel als auch im Online-Forum findet. Entsprechende Links dazu findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und dann geht es noch weiter mit den von der Community gestellten Fragen an die Entwickler bzw. die Community Manager von Coffee Stain Studios. Funktionieren dedizierte Server nur für Spieler, die Satisfactory auf Steam besitzen? Eigentlich nicht.
Es gibt zwar immer wieder eine Meldung darüber, dass Spieler Probleme damit haben, diese Server zum Laufen zu bekommen, wenn sie keine Steam-Version haben. Coffee Stain Studios hat aber auch schon dazu mit Steam Kontakt aufgenommen. Die sagen wiederum, soweit ist diese Server-Software richtig eingerichtet, alles sollte funktionieren und es sollte eigentlich für keinen Spieler ein Problem geben. Die Server-Software ist ja über den Tools-Reiter in der Bibliothek zu erreichen und kann für jeden nutzbar sein, im Normalfall, egal ob man jetzt Satisfactory auf Steam oder eben auf einer anderen Plattform wie Epic besitzt. Die Unternehmen sind an dieser Front immer noch auf der Fehlersuche und es gibt eine Möglichkeit, dass sich dieses Problem von alleine löst, wenn die dedizierten Server auch im Epic Store erhältlich sind. Jetzt, wo so viele neue kosmetische Bauteile vorhanden sind, habt ihr vor, das Objektlimit des Spiels zu erhöhen? Da ist grundlegend das Verständnis ein bisschen falsch. Das Objektlimit des Spiels wird nicht von Coffee Stain Studios, sondern von der Unreal Engine und damit von Epic gesetzt. Dieses von der Unreal Engine gesetzte Limit steht in Zusammenhang mit der Stabilität der Unreal Engine. Natürlich ist es bekannt mittlerweile in der Wiki und einige von uns Spielern, wie mich eingeschlossen, haben auch schon manuell dieses Objektlimit erhöht. Das ist machbar, das ist in den meisten Fällen auch gar nicht so ein großes Problem. Aber Epic und damit auch die Entwickler des Spiels Coffee Stain Studios können nach einer manuellen Erhöhung des Objektlimits keine Stabilität mehr für das Spiel garantieren. Deswegen orientiert sich weiterhin Coffee Stain Studios und Satisfactory eben auch an dem von der Unreal Engine gesetzten Objektlimit. Das einzige, was Coffee Stain Studios machen können und auch nach wie vor immer weiter machen, ist die Bauwerke, die verschiedenen Konstruktionen in Satisfactory zu optimieren, sodass alle Konstruktionen, die wir ins Spiel setzen, weniger von diesem Objektlimit zehren. In den Patchnotes wurden Änderungen an der Scalability INI angegeben. Was genau hat es damit auf sich? Dies hat im Allgemeinen einen sehr softwaretechnischen Hintergrund. Einfach erklärt, denn besser verstehe ich es auch nicht, hat das in erster Linie mit dem Datenaustausch, mit der Datenmenge im Multiplayer zu tun. Diese wurde mit diesem Patch leicht erhöht, so dass negative Effekte wie Rubberbanding oder Rendering-Probleme im Multiplayer ein bisschen optimiert wurden. Vorher wurde dieses niedrige Limit eingestellt, um Probleme zu verhindern, die User haben mit vielleicht einem etwas langsamen Internet oder mit einer sehr starken Firewall, die den Traffic sehr weit runterregelt. Bei der Auswertung hat sich aber gezeigt, dass das im Durchschnitt gar nicht so sehr der Fall ist und dass die meisten Spieler von Satisfactory ein ziemlich gutes Internet haben, weswegen dieser Datentransfer erhöht werden konnte. Wird es dieses Jahr wieder ein Fixmiss geben? Möglicherweise, da konnten sich die Entwickler vor ungefähr einer Woche bei dem Interview noch nicht so richtig darauf festlegen. Es ist halt derzeit so, dass viel Zeit und viel Arbeit in Update 5 und in die dedizierten Server fließt. Sie können sich aber trotzdem vorstellen und würden sehr gerne irgendetwas machen. Als Spieler können wir jetzt wahrscheinlich aber kein Riesen-Event erwarten. Auch geht es nicht einfach, das Fixmas von letztem Jahr wieder zu aktivieren, weil aufgrund der ganzen Änderungen, die jetzt in den letzten Patches mit dazugekommen sind, dieser Kalender und die ganzen neuen Assets, die für dieses Fixmas-Event nötig sind, auch nicht mehr so richtig funktionieren. Coffee Stain Studios können sich also vorstellen, eine leicht abgewandte Variante des Fixmas aus dem letzten Jahr zu machen, wenn sie es wieder optimiert bekommen für die jetzige Spielversion. Möglicherweise soll es dazu auch einen kleinen Trailer geben, aber auch das steht nur unter einem großen Vielleicht. Wer spricht eigentlich die Stimme von Ada im Spiel? Tatsächlich, und das ist ein bisschen ein Fun-Fact, es ist nichts anderes als Google Text-to-Speech. Das ist kein Scherz, man kann das im entsprechenden Wiki-Eintrag nachlesen und kann das sogar selber bei Google nachprobieren. Sie haben eine bestimmte Stimme bei Text-to-Speech von Google genommen und diese dann noch mit ein paar Effekten verändert. Sind in Zukunft noch neue Ressourcen für neue Meilensteine geplant? Aktuell sind grundsätzlich neue Ressourcen nicht geplant für das Spiel. Die Entwickler wollen sich mehr darauf konzentrieren, die vorhandenen Ressourcen vielleicht noch ein bisschen komplexer zu machen, wenn es tatsächlich noch neue Meilensteine geben sollte, die bestehenden Produkte einfach noch ein kleines bisschen komplexer in der Struktur zu gestalten, neue Konstruktionsmöglichkeiten, neue Herstellungsmöglichkeiten, als eben neue Ressourcen hinzuzufügen. Soll es in Zukunft mehr Fahrzeuge oder Flugzeuge geben? Auch das ist ebenfalls nicht geplant, da ist es auch wieder so, lieber möchten die Entwickler die Funktionen der bestehenden Fahrzeuge erweitern, als noch mehr hinzuzufügen. Wann soll Satisfactory als fertiges Spiel in der Version 1.0 erscheinen? Das wissen selbst Coffee Stain Studios noch nicht so ganz. Sie schätzen irgendwann im Jahre 2022, wollen sich aber auch selber noch nicht auf einen festen Termin festlegen, um am Ende vielleicht in Zeitnot zu geraten und das Spiel gehetzt fertigzustellen oder vielleicht nicht nach deren Vorstellung fertigstellen zu können. Glücklicherweise, soweit sie das nach außen durchscheinen lassen, hat Coffee Stain Studios durch den Verkauf mit Satisfactory genug Einnahmen erzielt, um auch noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit reinstecken zu können, wenn dies nötig wäre. Auch der Release-Termin bei Steam ist nur ein geratener, denn Coffee Stain Studios wurde von Steam sozusagen gezwungen, einen Termin zu nennen, um ihr Spiel dort anbieten zu können. Sagen konnten sie es natürlich aber 100% zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Mittlerweile haben die Entwickler aber auch die Version 1.0 ganz stark im Fokus,
alles, was jetzt neu hinzukommt, soll sich wirklich auch auf die Fertigstellung des Spiels beziehen, denn sie möchten wirklich auch nicht ein ewiges Early Access Projekt werden. Daher auch der gewohnte Update-Zyklus, alle paar Monate, große Updates und zwischendrin immer wieder kleine Patches und Bugfixes. Wie sieht es mit Umsetzung für Konsole, Mac oder Linux aus? Das können sie jetzt alles noch nicht sagen. Derzeit ist sowas nicht geplant, wie gesagt, Fokus, Fertigstellung 1.0 und Konzentration auf die PC-Version. Die Entwickler haben gesagt, für mehrere Plattformen gleichzeitig zu entwickeln, ist unverhältnismäßig viel aufwendiger. Probleme, die auf dem einen Betriebssystem entstehen, entstehen auf dem anderen nicht und wieder andersrum. Es gibt verschiedene Lösungsvorgänge und es muss immer mehrere Entwickler geben, die sich mit den verschiedenen Plattformen richtig auskennen. Sie hatten wohl angefangen, gleichzeitig auch für Linux mitzuentwickeln, und nachdem dann so viele unterschiedliche Probleme auf den verschiedenen Plattformen entstanden sind, haben sie das dann erstmal wieder eingestellt und sich nur auf Windows und PC konzentriert. Aber wie gesagt, wer weiß, was nach der Fertigstellung von Version 1.0 noch alles passieren soll, denn wie die Entwickler schon mehrmals betont haben, soll danach die Entwicklung des Spiels nicht komplett eingestellt werden, sondern weitere Updates, weitere Inhalte sind danach immer noch möglich. Und das waren sie wieder mal, die Satisfactory News für dieses Mal. Es müssten die zweiten News nach dem erstmaligen Erscheinen von Update 5 gewesen sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Jedenfalls wird es weitere Informationen in den nächsten Wochen geben. Wie gesagt, das Ganze präsentiert und in Zusammenarbeit mit der deutschen Satisfactory Community. Ihr findet alle Links unten in der Videobeschreibung zum Discord-Server, zum Online-Forum und natürlich auch zu meinen sozialen Plattformen. Wenn ihr dieses Video hilfreich fandet, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Klick auf den zum einen Daumen hoch und zum anderen den Abo-Button natürlich freuen. Und wenn ihr möchtet, lade ich euch herzlich ein zu meinem Livestream drüben auf Twitch. Eben wie gesagt, auch diese Links alle unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Weiterspielen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Auf Wiedersehen.